Fast täglich berichten die Medien über kleine und große Krisen oder Katastrophen in der Welt, aber auch in Deutschland. Stürme fegen heftiger als erwartet über das Land. Kleine Bäche entwickeln sich bei Starkregen zu reißenden Flüssen. Ein Großbrand zerstört ein ganzes Gebiet oder eine Chemiewolke zieht durchs Dorf. Auf solch unerwartete Notfälle sollten sich Städte und Gemeinden bereits im Vorfeld noch gezielter und geplanter vorbereiten. Denn die nächste Katastrophe kommt bestimmt, nicht zuletzt auch durch die geänderten klimatischen Bedingungen und häufig unerwartet. Das weiß auch Christoph Unger, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Er plädiert dafür, sich rechtzeitig auf Notsituationen einzurichten. Gefahren gegenüber hängt unheimlich viel ab. Denken Sie beispielsweise daran, dass es geübt werden muss, wie man mit einer solchen Gefahrenlage, Schadenslage umgeht. Man muss Ausbildung zum Beispiel für Stäbe betreiben. Aber man muss auch ganz konkrete Vorbereitungsmaßnahmen treffen. Jeder einzelne Bürger kann das. Jede Gemeinde muss das können. Ein Bürgermeister muss sich darauf einstellen, dass er in einer Gefahrenlage der Ansprechpartner für die Menschen ist. Und da gibt es ganz viel an vorbereitenden Maßnahmen, die zu treffen sind, die man treffen kann, für die man in der Zeit vor der Katastrophe auch die notwendige Zeit hat. Eine gute Vorbereitung kann die Folgen einer Krise zumindest mildern. Einer Tatsache müssen sich Kommunen immer bewusst sein. Wenn die Krise eintritt, müssen sie meist als Erste vor Ort sofort reagieren. Der Bürgermeister der Stadt Schladen, Andreas Memmert, hat bereits Erfahrungen gesammelt. Sie müssen aus dem Nichts quasi eine Krisenkommunikation aufbauen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn andere für Sie Kommunikation betreiben. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von ihrem Bürgermeister, ihrer Bürgermeisterin, dass er je nach Lage sofort, immer wieder aktuell und ständig erweitert berichtet. Wie ist das in der Krisenprävention? Sind Sie auch hier Vorreiter? Was können andere vielleicht von dem lernen, was Sie schon erarbeitet haben? Ja, wir haben uns unsere gesamten kritischen Infrastrukturen mal vor Augen geführt. Und deswegen muss man gucken, was ist krisenanfällig in einer Gemeinde. Da haben Sie die Flussläufe, da haben Sie die Großeinrichtungen, da haben Sie die Stromabhängigkeit, da haben Sie die Wasser- und Abwasserversorgung, da haben Sie die Unfallträchtigkeit von Verkehrsstrecken. Und diese kritischen Infrastrukturen müssen Sie untersuchen. Und Sie müssen sich überlegen, was kann passieren, wenn diese ausfallen und was kann ich dagegen tun. Sie müssen die Bürger vorbereiten, Sie müssen Ihre Verwaltung vorbereiten. Und Sie müssen auch die Partner vorbereiten, die Sie haben. Beispielsweise die Energieversorgungsunternehmen suchen nicht aktiv den Kontakt zu uns, um bei großflächigen Stromausfällen mit uns zusammenzuarbeiten. Auch das müssen Sie üben. Ich habe da Gespräche mit den Energieversorgern geführt. Zur Krisenprävention gehören die Auswahl und Vorbereitung geeigneter Mitarbeiter aus der Gemeinde. Und in einer Krise sind alle Mitarbeiter dann zentral für das Krisenmanagement da. Und wenn Sie dann Pädagogen haben und haben Techniker, dann haben Sie auch so Ihre Spezialisten, die Sie dann noch einsetzen können. Das ist ganz wichtig, dass der Bürgermeister oder die zentrale Gemeindeleitung schaut, welche Personen habe ich, wie kann ich die zentral briefen, wie kann ich einen einheitlichen Rhythmus einbauen und wie kann ich das auch mal miteinander üben. Wie halten Sie denn für eine Krise genügend Mitarbeiter vor? Wie schaffen Sie das, notfalls auch noch weitere Personen, die helfen, vielleicht aus den umliegenden Gemeinden, heranzuholen, dass die auch und dann auch passgenau die Arbeit mitmachen können? Also wir haben dafür Sorge getragen, dass bei uns in der Verwaltung Spezialisten arbeiten. Mein Ordnungsamtsleiter ist aktiver Ortsbrandmeister einer anderen Gemeinde in einem anderen Landkreis. Ich habe bei mir in der Gemeinde Schladen-Werla habe ich 7 Orte mit insgesamt 7 Ortsfeuerwehren und 250 aktiven Feuerwehrleuten. Ich habe ein Gemeindekommando, das besteht aus 14 Brandmeistern und Stellvertretern und dem Gemeindebrandmeister. Und Sie müssen genau schauen, dass Sie auch schichtabhängig die Mitarbeiterstruktur noch über mehrere Tage organisiert bekommen und dass Sie diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch schulen. Über die Feuerwehrtechnische Zentrale des Landkreises Wolfenbüttel in Schladen können die Katastrophenmeldungen des Kreises zügig in Szene gesetzt werden. Also wichtig ist, dass Sie die ersten Stunden unabhängig handeln können, um die Anfangskrise zu meistern, die Erkundung zu machen, wie groß ist die Krise, was ist passiert, welche Schäden, welche Hilfe brauchen Sie, um dann auch sehr schnell Nachbargemeinden und den Kreis um Unterstützung zu bitten, wenn es eine großflächige, gemeindeübergreifende Krise ist. Und dazu brauchen Sie, ich sag mal so, die ersten 2-3 Stunden genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Ihnen zur Verfügung stehen als Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, um die Schadenserkundung, um die Hilfeszenarien zu entwickeln. Wie haben Sie ganz konkret auch Ihre Verwaltung vorbereitet? Haben Sie einen Notfallplan, den Sie ganz Schritt für Schritt abarbeiten? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich habe einen Notfallplan, ich habe Checklisten, ich habe Verwaltungsmitarbeiter in einen Krisenstab berufen und sie müssen letztlich auch für alle Krisenfälle Krisenalarmierungsmöglichkeiten haben. Nehmen Sie mal einen großflächigen Stromausfall, dann haben Sie keine Telekommunikation mehr. Also haben wir Meldezettel, wir haben Melder, wir haben Meldewege, wir haben Lautsprecherwagen und wir haben beispielsweise auch noch so komische alte Telefone, die mit einer Kurbel gehen. Denn ich sage mal, gerade die IT-Anbieter im Bereich der Handys, die haben auch ihre Vermittlungsstellen nicht batteriegepuffert und es bricht sehr schnell zusammen. Also sie müssen an das Unmögliche denken. Sie müssen beispielsweise auch, wenn sie einen Katastrophenstabsraum einrichten, an Schlafmöglichkeiten denken, an Chemietoiletten, weil bei großflächigen Stromausfällen, hat mir Herr Unger erzählt, fällt die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung sehr schnell aus und dann haben sie die einfachsten Mittel nicht mehr. Zur technischen Ausstattung eines Rathauses gehört die Anschaffung von Notstromaggregaten für wichtige Arbeitsplätze. Sie müssen regelmäßig gewartet werden und auch der Dieseltank muss immer gut gefüllt sein. Denn bei einem möglichen Stromausfall können die elektrisch betriebenen Tankstellen keinen Treibstoff mehr liefern. Diese notwendige Sicherstellung von Ressourcen kann nur durch eine rechtzeitige und vorausschauende Planung gewährleistet werden. Eine wichtige Frage ist zudem, wie viel Wert eine Kommune der Ausfallsicherheit von IT, hervorgerufen durch einen Stromausfall, beimisst. Darauf weist Reinhold Harnisch, Leiter des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg-Lippe, hin. Wenn unser Tank sich dem Ende zuneigt, dann wissen die Einsatzkräfte, dass bei uns aufgefüllt werden muss, um die Informationsversorgung sicherzustellen. In Schladen hat man sich darauf eingerichtet, weiß Bürgermeister Memmer zu berichten. Wir haben in unserem Keller Einrichtungen, einen riesigen Batteriepufferspeicher, eine Stromeinspeisung. Unsere Telefone sind Voice-over-IP-Telefone, also auch über die Computeranlage gesteuert. Wir haben einen inneren Kreis. Hierbei kommt den Einsatzstäben eine wichtige Funktion zu. Darauf weist der Präsident der Anstalt des Technischen Hilfswerks, Albrecht Brömme, hin. Insofern ist es auch immer ganz wichtig, welche Personen in einem Stab mitarbeiten. Und die Stäbe, die wichtigsten Stäbe, die meisten Entscheidungen zu treffen haben, sind die Stäbe in den Kommunen, weil dort auch einsatznah und vor Ort man die Lage sieht und die Lage versuchen muss zu steuern. Ist es wichtig, dass auch die Stabsstruktur in Deutschland von unten nach oben sich aufbaut und nicht von oben nach unten. Brömme rät den Kommunen, rechtzeitig die Standardzusammensetzung ihres Einsatzstabes festzulegen und die Erreichbarkeiten zu sichern. Die Aufgaben des Einsatzstabes umfassen unter anderem die Erfassung der Lage, die Diskussion im Stab unter Einbeziehung der Fachberater und die Entwicklung von Hilfsmaßnahmen. Da eine Krise meist länger dauert, sollte ein Schichtsystem eingeplant werden. Eine wichtige Information für Einsatzstab und Einsatzkräfte sind nach Ansicht von Reinhold Harnisch die Bürgerdaten und Geoinformationsdaten, wie zum Beispiel Standorte der Hydranten oder bestimmte Schaltsituationen. Der Zugriff darauf muss gewährleistet sein, damit schnell und sicher gehandelt werden kann. Da geht es ja nicht nur darum, dass der Bürgermeister mit seiner Verwaltung übt, sondern ja auch, dass weitere Partner hinzukommen, dass einmal auch die Zusammenarbeit geprobt wird mit Bund-Länder-Einrichtungen, aber etwa wie dem Technischen Hilfswerk, mit den Rettungskräften, das Rote Kreuz kann dazukommen, die Johanniter. Es gibt ja viele ehrenamtliche Einrichtungen. Wo können Sie da mit Ihrer Behörde ganz praktische Hilfe geben, dass diese Koordinierung auch der vielen verschiedenen Gruppierungen gut läuft? Broschüren, Empfehlungen, man hat sie ja auch schon angesprochen. Wir bieten über E-Learning Ausbildung an, aber wir haben natürlich im Schwerpunkt auch unsere Angebote an der Akademie, wo man ganz konkret Lagen, wie wir sie in den letzten Jahren ja immer wieder gehabt haben, unter fast Echtbedingungen üben kann mit einem Stab, mit einem Team, in Kooperation natürlich dann auch mit den Hilfsorganisationen, mit den Feuerwehren. Wichtig für uns, auch das hat Herr Memmert gesagt, ist zum Beispiel die Kooperation eben mit den Betreibern kritischer Infrastrukturen. Als Gemeinde sind sie nicht in der Lage, die Stromversorgung zu gewährleisten, sondern sie brauchen den großen Partner. Sie können die Trinkwasserversorgung so ohne weiteres nicht gewährleisten, Lebensmittelversorgung. Sie brauchen immer die Partner auch im unternehmerischen Bereich. Und die frühzeitig einzubeziehen, ist ganz wichtig. Großübungen mit verschiedenen Szenarien befürwortet auch Andreas Memmert.
Wir machen Großübungen ganz bewusst auch mit den Feuerwehren, mit dem THW, mit der Polizei an möglichen Krisenschadensorten. Wir haben bei uns ein großes Werk, eine Zuckerfabrik, dort machen wir Großübungen. Wir machen auch mal den großflächigen Verkehrsunfall. Wir gehen in die Schulen, wir gehen in die Kindergärten, wir haben neulich mal auf unserem riesigen Einkaufszentrum geübt. Aus der Praxis heraus gibt es neben all dem, was bereits jetzt schon Richtiges getan wird, noch einige Vorschläge zur Verbesserung. Und was ich mir auch wünschen würde, wären gemeinsame Übungen zwischen den Ländern, zwischen dem Bund, den Landkreisen und den Städte und Gemeinden. Man übt immer unter sich, man macht Lükex und so ganz schöne Sachen. Da sind dann meist die Innenministerien beteiligt und das Bundesinnenministerium. Die Kommunen gucken von unten hoch, kriegen nicht viel mit und lesen einen Bericht. Integrierte, ganzheitliche Übungen mit allen Ebenen, mit den Energieversorgern, mit den Polizeichefs, mit den Feuerwehrchefs und mit den Landesbehörden. Das wäre fantastisch, dann können wir nur noch besser werden. Auch die Infrastruktur, die der Präsident des BBK als Lebenselixier bezeichnet, muss in die Übung mit einbezogen werden. Wir müssen mit allen unseren Infrastruktureinrichtungen sicher, redundant, also ausfallsicher sein. Dazu kommt dann, dass wir gucken, was sind die Kommunikationswege zu den Städten und Gemeinden und den Landkreisen. Was kann an dieser Stelle passieren, dass wir auch Konzepte haben, wie können wir gegebenenfalls durch redundante Leitungsanbindung uns ausfallsicher machen. Und dann geht es im dritten Schritt auch dazu, wie können wir die Einrichtungen, also die Städte, Gemeinden, Kreise sensibilisieren, auch bestimmte Vorkehrungen zu treffen, die eben Kommunikationsfähigkeit in erster Linie in der Zusammenarbeit mit uns betreffen. Dass zum Beispiel wir aufgrund eines 7x24-Stunden, also rund um die Uhr-Dienstes mit einer Hotline, mit einer ständigen Erreichbarkeit, wir auch bestimmte Alarmierungspläne haben, das heißt bei bestimmten Anforderungen wir unsere Mitarbeiter sofort erreichen können. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir auch die Katastrophenwarn-App ganz intensiv in unserer Infrastruktur nutzen. Alle Mitarbeiter, die von uns an bestimmten kritischen Infrastrukturkomponenten gebraucht werden, sind mit einem Mobiltelefon ausgestattet, auf der die Katwarn-App installiert ist. Das heißt, wenn diese Warnung auch aus dem Katastrophenfall kommt, wissen die Mitarbeiter, sie müssen ihren Arbeitsplatz aufsuchen. Sie werden natürlich parallel von uns auch noch informiert. Das heißt, wir haben hier auch die Alarmierungswege redundant abgesichert. Unmittelbar betroffen von Katastrophen wie einem Stromausfall, Hochwasser oder Großbrand in der Nachbarschaft sind in erster Linie die Bürger. Es ist Aufgabe einer Kommune, eine gezielte Informationspolitik zu betreiben. Wir sind es gewohnt, in meinem Vorzimmer dann Texte herauszugeben, kurze, prägnante Meldetexte, Pressetexte. Und das wird alle 5 bis 10 Minuten aktualisiert. Und dann wird vom Handzettel abgelesen und dann sind sie auch textsicher. Und dann wissen sie auch, egal wer sie wo, wen anruft, es gibt eine einheitliche Information und keinen Informationssalat. Jeder Bürger kann und sollte sich aber auch selbst auf eine mögliche Krise einrichten und Vorsorge treffen. Dazu gehört beispielsweise die Nahrungsbevorratung, die Anschaffung von Kerzen und Batterien für ein stromunabhängiges Radio. Die Bürgerinnen und Bürger selbst müssen sich vorbereiten. Auch ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe jetzt der Bürgermeister, ihre Bevölkerung darauf vorzubereiten. Denn das entlastet natürlich dann auch die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehren des Technischen Hilfswerks. Wir gehen davon aus, dass künftig diese Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung auch noch an Bedeutung zunimmt. In bestimmten Teilen der Republik existiert von Montag bis Freitag die Freiwillige Feuerwehr. Jedenfalls nicht mehr so gut, wie wir das viele Jahre gewohnt waren. Es wird, auch das habe ich schon gesagt, Extremwetterereignisse unerwarteter Art geben. Dann ist eine solche Gemeinde, egal wie gut sie vorbereitet ist, mit ihren Gremien, mit ihren Organisationen überfordert. Es wird dauern, bis die Feuerwehr kommt, um den Keller auszupumpen. Es wird dauern, eben jemand kommt, um Menschen, die aufs Dach geflüchtet sind, zu holen. Auf die Verletzlichkeit der Kommunikationswege, besonders dann, wenn der Strom ausgefallen ist, weist der Leiter des Rechenzentrums Reinhold Harnisch hin. Wenn Netz oder Strom ausfallen, dass ich keine Geldversorgung mehr habe, dass die Supermärkte nicht mehr arbeiten können, das sind alles ja reale Szenarien. Wir sind heute in einem Maße abhängig von diesen Kommunikationsstrukturen. Und ich glaube, da sind ja die drei, die hier sitzen, schon Vorreiter darin. Die fordern auch, wir müssen eben diese Kommunikation noch sicherer machen, als sie heute ist. Sie gegebenenfalls redundant auslegen. Denn, wie gesagt, diese
Netze stehen oft nicht zur Verfügung, weil es keine Stromversorgung gibt. Der Leiter des Rechenzentrums Harnisch regt zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit an, auf Mobilfunkmasten kleine Windräder oder Solarzellen zu setzen, wie das bereits in anderen Ländern jetzt schon vorkommt. Auch bei der Mobiltelefonie. Es gibt ja durchaus Überlegungen zu sagen, die Provider, also die Anbieter der Netze, sollten in einer Funkzelle im Katastrophenfall alle Handys informieren. Auch das ginge technisch. Es ist aber nicht zu Ende entwickelt. Man könnte ja direkt die Handys klingeln lassen. Wenn, so wie bei Katwan, der Katastrophenalarm ausgerufen wird, dann könnten alle Provider die in ihren Funknetzen eingeloggten Mobiltelefone klingeln lassen. Ist die Krise eingetreten, müssen die Stäbe ihre Einsatzfähigkeit schnell unter Beweis stellen, um die Vertreter der Gemeinden, der Feuerwehr, des technischen Hilfswerks und der Betreiber der kritischen Infrastrukturen wie Stromversorger und Wasserwerke zu erreichen, muss deren zügige Alarmierung sichergestellt sein. Zur Sicherung der Informationswege in Schladen sind daher die wichtigsten Mitarbeiter wie die Chefs des Ordnungs- und des Personalamts, der Feuerwehr und der Polizei mit einem Funkalarmempfänger ausgestattet. Damit können sie unmittelbar alarmiert werden. Im Rathaus existiert außerdem ein vom Strom unabhängiges Krisenbüro, von wo aus der Alarm digital ausgelöst werden kann. Also in unserem Zweckverband wird momentan darüber nachgedacht, dass wir parallel zu den heute genutzten Leitungen, die in der Regel angemietet sind von den großen Versorgern wie Telekom und anderen regionalen Telekommunikationsgesellschaften, wenn die ausfallen, haben wir keinen Ersatz. Deswegen denken wir darüber nach, parallel oder auch primär ein eigenes Richtfunknetz aufzubauen, um die Verwaltungsstandorte damit in die Lage zu versetzen, die Kommunikation untereinander aufrechtzuerhalten. Generell plädiert Harnisch für ein einheitliches Netz wie das behördeninterne Netzwerk DUI und einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn. Einheitlichkeit und insbesondere Sicherheitsgewinn würden wir erreichen, wenn wir ein gemeinsames Netz nutzen würden. Es gibt ein solches Netz in Deutschland, das ist das DUI-Netz. Und ich stelle mir vor, dass wir auch in der Zukunft sehr viel mehr Kommunikation über das sichere Netz, was Bund, Ländern und Kommunen zur Verfügung steht, auch laufen lassen. Der Landkreis Wolfenbüttel, zu dem auch Schladen gehört, wird kein Richtfunknetz, sondern ein Glasfasernetz errichten. Wir haben in unserem Landkreis Wolfenbüttel jetzt ein eigenes Kreisdatennetz Glasfaser aufgebaut. Wir fassen gerade 13 Millionen Euro an, um den ganzen Landkreis Wolfenbüttel als Kreis, es ist ein kreiseigenes Projekt, mit eigenem Breitband zu erschließen. Wir erstellen ein eigenes Kreisdatennetz. Wir schließen alle Schulen, die Feuerwehrtechnische Zentrale, alle Verwaltungen in diesem Landkreis an dieses Kreisdatennetz an, um kommunizieren zu können. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir noch so viel jetzt entwickeln wollen oder Apps auch auf dem Handy bereitstellen. Aber ich kann auch nur an meine Kolleginnen und Kollegen in Deutschland appellieren, konzentrieren Sie sich mal auf die klassischen Melder. Ich hatte ein Szenario vor 10 Jahren, da liefen Rückhaltebecken eines Flusses über. Da gab es kein Schadensszenario für. Ich habe dann nachts die Feuerwehren als Melder mit Megafonen und mit Lautsprecherwagen durch die Orte geschickt. Stellen Sie sich bitte mal darauf ein, dass im Katastrophenfall die gesamte Telekommunikation ausfällt. Und da brauchen Sie Melder, da brauchen Sie Fahrzeuge, da brauchen Sie Megafone, da brauchen Sie beispielsweise auch den klassischen Meldeblock. Sicherheit muss nicht viel Geld kosten, wenn man die klassischen Instrumente einmal wieder reaktiviert. Die Warnung im Krisenfall besitzt für alle Mitarbeiter der beteiligten Behörden eine hohe Priorität. Dann müssen wir ganz andere Mittel, zum Beispiel eben Sirenen und Warnsysteme nutzen. Wir müssen bis hin zum Lautsprecherwagen sonstige technische Möglichkeiten nutzen. Das ist sozusagen ein weites Feld, sehr unterschiedlich in den Kommunen auch organisiert. Aber an der Stelle kann ich sagen, sind wir gerade zwischen Bund, Ländern und Kommunen dabei, ein neues Warn- und Informationsnetz aufzubauen. Die Sirenen, die wir aus der Vergangenheit kannten, gibt es in der Form nur noch begrenzt. Also da sind wir dabei, auch unter Nutzung neuer Medien, Smartphones, neuer Apps, kann man ganz viel machen, diese technischen Möglichkeiten zu verbessern, um letztlich die Menschen, die vergleichsweise schlecht vorbereitet sind, dann doch noch rechtzeitig zu warnen und zu informieren. Mit der für jedermann zugänglichen und kostenfreien Katastrophen-App Katwarn gibt es ein weiteres Warninstrument, das von einem Fraunhofer-Institut entwickelt worden ist und von den öffentlich-rechtlichen Versicherungsgesellschaften unterstützt wurde. Es gibt zwei Ausprägungen dieses Katwarn-Systems, nämlich einmal für Besitzer von Smartphones, die sich eine sogenannte App darauf laden können. Und in dieser App kann ich eintragen,
zwei Postleitzahlgebiete. Automatisch bekomme ich aber auch noch die Meldung auf den Ort, an dem ich mich gerade befinde. Oder dem Kat-Warnsystem, was mich per SMS informiert. Und damit haben wir eine sehr schnelle Erreichbarkeit. Ausgelöst wird diese App eben in den Kreisen oder kreisfreien Städten, wo sie installiert wird, durch den jeweiligen Landrat oder Oberbürgermeister. Das heißt, wenn er den Katastrophenfall ausruft, dann erfolgt direkt eine Warnung an die angeschlossenen Nutzer. In einer Krise müssen nicht nur die Einsatzkräfte ihr Wissen, ihre Belastbarkeit und ihre Kreativität unter Beweis stellen. Eine große Bedeutung kommt von Anfang an der Kommunikation in der Krise zu. Sie sollte in einer Hand, der des Bürgermeisters, liegen und offen, ehrlich und authentisch sein. Gut geschulte Mitarbeiter in der Gemeinde sollten dem Bürgermeister zuarbeiten, sodass er jederzeit gut informiert vor die besorgten Bürger und die Vertreter der Medien treten kann, um sie über den Sachverhalt zu informieren. In den Feuerwehrhäusern sind schwarze Bretter. Und an die schwarzen Bretter kommt per Melder dann die neueste Kriseninformation. Und in den Feuerwehrhäusern gibt es auch genug batteriegebundene Dinge, Kommunikationstechnologien, sodass wir dann über die Feuerwehrhäuser, über die Lautsprecherwagen der Feuerwehren, selbst bei schlimmsten Stromausfällen, die Bevölkerung flächendeckend informieren können. Eine effektive Medienarbeit kann sich an einer Reihe von Punkten manifestieren, wie Bürgermeister Memmert weiß. Und es ist immens wichtig, dass Sie sich relativ schnell von den wichtigsten Krisenmanagementkräften die aktuellsten Informationen holen. Die Medien nehmen Ihnen nicht übel, wenn Sie erstmal nur sagen, wir wissen es nicht genau, es ist was passiert, das und das sind die Auswirkungen, aber wir werden in wenigen Minuten, in 30, 50, 90 Minuten werden wir Sie weiter informieren und Sie müssen proaktiv informieren. Sie müssen aktiv die Medien bedienen, egal welches Medium, sei es Rundfunk, sei es Fernsehen oder sei es das Printmedium. Oder seien es die neuen Online-Medien, die sind übrigens auch sehr effektiv. Und Sie müssen jederzeit das Informationsmanagement in Ihrer Hand haben. Und das sollte auch Chefsache bleiben. Denn das ist wichtig für die Krisenbewältigung überhaupt, das Informationsmanagement. Sie können noch so eine gute Krisenstabsarbeit machen. Wenn die Informationen schlecht laufen, laufen Ihre Bürger durcheinander. Es gibt ungeordnete Verhältnisse und die persönliche Angst siegt. Exzellent informieren ist lebensrettend. Nicht zuletzt das Hochwasser im Sommer 2013 hat gezeigt, dass die sozialen Netzwerke zunehmende Bedeutung bei der Organisation von direkter Hilfe gewinnen. Sei es die Versorgung notleidender Menschen mit dem Nötigsten oder ein Sandsack-Flashmob. Die Unterstützung der ausgebildeten Fachkräfte durch engagierte Mitbürger ist groß. Die sozialen Medien spielen, wie gesagt, bei der Information der Bevölkerung eine immer größere Rolle, mit vielen Vorteilen, die man dadurch hat. Sie setzen aber voraus, dass man sich in den sozialen Medien praktisch laufend auch tummelt. Wir sind jetzt am Überlegen, alle großen Organisationen, wie wir damit noch besser umgehen können, um diese offenbar vorhandene Hilfsbereitschaft, die ein super Fortschritt ist gegenüber der Gleichgültigkeit, die es früher manchmal gab, oder der reinen Katastrophentourismus, den es früher gab und der auch zu Recht beklagt wurde, wie man das jetzt noch besser in den Griff kriegen kann. Die Erreichbarkeit in der Krise steht bei allen Beteiligten ganz oben auf der Agenda. Sie kann nämlich gut vorbereitet werden. Man kann entsprechende Telefonnummern schalten. Beim Hochwasser jetzt gerade in einigen Städten defizitär. Sie müssen auch am Wochenende dann eine Erreichbarkeit organisieren. Über eine Hotline, eine entsprechende Telefonnummer, wo die Menschen anrufen können, fragen, was passiert eigentlich. Ist leider häufig beim Hochwasser jetzt auch wieder nicht passiert. Also da gibt es technische Lösungen, aber wie gesagt, auch das muss vorbereitet und eingeübt sein. Die Bewältigung einer Krise oder Katastrophe wird durch die durchdachte Vorbereitung, Übungen mit allen Beteiligten sowie die Einbeziehung der Bevölkerung sichergestellt. Dazu gehören auch die Information und Alarmierung in der Krise und vor allem eine authentische Kommunikation. Vertiefende Informationen dazu finden sich im Internet. Die Webadressen werden im Abspann des Films eingeblendet.